Herzlich willkommen zurück, liebe Leute, zu Let's Play Super Mario 3. Nee, nur Super Mario Land. Super Mario 3. Super Mario Land 2 Golden Cold, so rum ist es. So, schön, dass ihr dabei seid. Moin. Beziehungsweise Servus. Mal bringen sie Käse und Burger mit. Wer kennt das? Und niemand? Okay, schade. David? Ist das? Ich habe keine Ahnung. Mach einfach mal nichts. Eigentlich nichts gemacht. Das sagt er immer. Aber wenn er dann aufhört, irgendwie rumzuwürsteln, dann wird immer alles besser. Da merkt man halt dann doch, dass er einfach eigentlich nur keine Ahnung hat. Weder was er mit seinem Leben anfangen... Okay. Weder was er mit seinem Leben anfangen soll, noch was er damit anfangen kann, noch was er damit anfangen will. Zum Glück geht es hier nicht um Davids Leben, sondern um meins. Und das nur auch nur in einem Spiel, in dem ich einen wahnsinnigen Klempner spiele, der so klein ist, dass er auf Blättern laufen kann. Ich möchte anmerken, dass du hast es kaputt gemacht. Genau. So, nachdem ich jetzt wieder in der Lage bin zu spielen, spiele ich weiter. Ah, dieses Spiel ist lustig. Aber ich bin zu schlecht dafür. Das muss man mir lassen. So, und man hat mir soeben übrigens im Nachhinein gesagt, dass ich letztes Mal fast einen Teil dieses Level hier beendet hätte. Das stimmt. Aber nur fast. Rege mich jetzt massiv darüber auf. Bin der Meinung, manchmal bringen sie Burger und Käse mit. Ja, das ist meine Meinung. Super Meinung. Die Sprünge in diesem Spiel sind seltsam. Das sollte gesagt sein. Irgendwie die Sprungsteuerung ist... interessant. Außerdem bringen sie manchmal Burger und Käse mit. Das sind nur Antäuscher, damit die Leute versuchen, da drauf zu hüpfen auf die Insekten und dann sterben, weil die einfach wegfliegen. Ich finde das gemein. Aber auch lustig, weil das bedeutet, dass es Leute gibt, dass die darauf reingefallen sind. Ich reloade. So, das hat den einfachen Grund, dass wenn ich versuche, dieses Spiel so durchzuspielen, wie man es durchspielen soll, dann wird dieses Let's Play hier länger als Super Mario als Zelda Breath of the Wild und das wollen wir hier nicht. Ich meine, außer dem ersten habe ich noch kein Level geschafft. Bin sehr stolz. Ich meine, ich habe das erste Level geschafft. Das muss man mir lassen. Die Frage ist nur, ist das so eine tolle Leistung? Das erste Level gewesen. Es war nicht besonders schwer. Ich feiere mich nur trotzdem. Jetzt habe ich es endlich gerafft. Ich
habe das den kompletten letzten halben Part falsch gemacht. Applaus an mich an der Stelle übrigens. Kein Applaus, bitte. Kein Applaus. Das ist echt einfach nur noch peinlich. Ja, willst du mein Freund sein? Nicht? Okay. Leck mich. So. Ich habe viele Probleme. Das ist eins davon. Ups. Ich weiß nicht, wie viele Parts ich noch für dieses Level brauchen werde, aber es ist lustig, also machen wir es. Ziehen wir es durch. So. So. Der hat mich ja immer noch im Visier. Wie lange denn noch? So. Ich kann das nicht. Ich kann das. Oh, wow. Ich kann das. Ich kannte das. Nee. Wow. Oh mein Gott. Ja. Ich werde jetzt einfach sichern. Eine Taktik an. Und so. Vielleicht auch in der Lage sein, mal ein bisschen mehr Content zu zeigen. Weil sonst bleibt diese Folge komplett ohne neuen Spielinhalt. Nein. Oh Gott. So. Macarena. Super. Ui. Ah. Ui. Ich kann das nicht. Okay, ich konnte das. Final Safe Game hier. So. Weil es ist ja gar keine Frage, ihr habt es gesehen, ich bin zu blöd für dieses Spiel, aber ich kann das euch trotzdem zeigen. Wir haben diese Münzen nur dahin gemacht, damit man da hinspringt. Die sind voll gemein. Manchmal bringen sie Burger und Käse mit. Ich kann das. Wie dieser eine Russe aus Star Trek. Ah, dem Film. Ich glaube sogar dem neuen Film. Ich weiß nicht, ich kenne mich nicht so gut mit Star Trek aus. Ich tue nur so. So. Wie oft möchte ich diesen Sprung eigentlich noch versauen? Immerhin gibt es kein Zeitlimit. Oh, meine Zeit läuft langsam ab. Okay. Ach, daher. Ja. Pff. Ich wusste doch, irgendwoher konnte man hier einen Fliegerhelm kriegen. Hm.
Ist es euer beschissener Ernst? Lasst mich in Ruhe, zerfix noch einmal. Ist es euer beschissener Ernst? Nein. Oh, zumindest komme ich wieder hier hin. Wo auch immer ich hier bin. Moment. Oh, da bin ich. Dies ist abscheulich. So, du Fusel. Ich habe dieses Spiel gerade als schlechten Schnaps beschimpft. Lass mich. Ich kann eigentlich direkt wieder zurückfliegen. Okay, eigentlich ist es sowieso schon ein failedes Level, weil... Na, ich lasse mich jetzt einfach fallen und hoffe, dass ich sterbe. Das Problem ist... Es gibt keine Hoffnung mehr. Genau, das wollte ich nur sagen. Eigentlich hatte ich nur eine Möglichkeit gesucht, das irgendwo mal in einen Satz einfließen zu lassen. Um dann sagen zu können, es gibt keine Hoffnung mehr. Übrigens, wenn ihr das nachmachen möchtet, also ich kann das natürlich nicht empfehlen, dann dürft ihr am Ende des Satzes nicht den Schniefer vergessen. Also ihr dürft nicht sagen, es gibt keine Hoffnung mehr, sondern ihr müsst sagen, es gibt keine Hoffnung mehr. Das ist wichtig. Da kann man viel falsch machen. Ja, ne? Speaking about making things wrong. Ups. Speaking about making things wrong. Ach ja. Es soll Leute geben, die haben versucht, Jump'n'Runs zu programmieren und waren zu blöd dafür. Sämtliche dieser Aktionen verdienen meinen Respekt, weil... Die sind nachweislich noch dümmer als ich. Ich meine, die haben gedacht, ein Jump and Run verkauft sich doch bestimmt gut, weil da gibt es keine Konkurrenz. Oder so. Irgend so eine schlaue Scheiße werden die halt gedacht haben. Musste dann aber feststellen, war doch nicht so eine schlaue Scheiße, sondern es wird nur so. Also nicht so eine schlaue Scheiße halt. Ihr wisst, was ich meine. So. Ja, komm, nee, lass mich in Ruhe. Geh da weg. Doppelsprung. Stellt euch vor, Mario wäre der Einzige mit der Doppelsprungfähigkeit und deshalb sowas wie ein Kriegsgott oder so. Ich weiß jetzt nicht, warum die Doppelsprungfähigkeit ein Beweis dafür ist, dass man ein Kriegsgott ist, aber warum nicht? Im Mario-Universum ist alles möglich. Aber das nicht. Aber alles. Aber das nicht. So, ich bin ja so stolz. Ich habe dieses Level soeben beendet. Es geht. Lass uns das Level auch noch machen. Ich werde ganz bestimmt nicht zu dumm sein für dieses Level und das First Try machen. Ploing. Nee. Lieber dieses Item. Ja.
Ploing. Ploing. Ja, 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 ja. Oh mein Gott, ja. Zack. Das, irgendwie macht das die Kämpfe schon einfacher. Dieses Item. Nur habe ich es leider verloren. Ups. Ich rede hier natürlich nicht von der Zeitung, sondern sage einfach nur Ups mit einem U. Nicht, dass ihr jetzt alle an die Ups denkt. Okay, es kennt wahrscheinlich niemand mehr die Yps, aber ich auch nicht. Ja, moin, du bist erst gut. Ich sollte vielleicht mal speichern. Man merkt direkt, ich habe Erfahrung, Kompetenz, aber halt weder das noch... Ja, hä? Mega. Wäre ich eine Firma, dann könnte ich das so sagen. Gar kein Problem, weil ich bin kompetenter als sämtlich. Ey, hier immer noch die sagen, geben mir so eine Feuerblume. Ich denke mir so, ja, Feuerblume. Und dann geben sie mir Gegner, die, wenn ihr mal hinguckt, immun gegen Feuerblumen sind. Hallo, seid ihr bescheuert? Nicht nett. Würde der Japaner jetzt sagen. Okay. Ich gebe zu, das hat nicht so viel mit Japan zu tun. Aber ich denke, man kann schon die Verbindung sehen. So. Ich bin ja kein Rassist, aber das Grinsen von diesen Felsblöcken geht mir auf den Sack. Ich denke, hier ist natürlich die Verbindung zum Rassismus unübersehbar. Klar, da. Kann ich hier rein? Nein. Kann ich hier rein? Nein. Kann ich da? Ding, 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 ding. Stampf. In diesem Spiel gibt es Stampfattacken. In diesem Spiel hier gibt es schon Stampfattacken. Cool. Ich mache jetzt einfach da oben weiter. Nein, da oben. Nein, da oben. Ja, da oben. Genau. Man muss ja nicht alles schaffen. Oh. Die Siegerba. Oh Gott. Das war so knapp. Ich hatte solche Angst. Ich mache sowas nie wieder. Okay, doch. Aber. Oh mein Gott. Krasser Sprung. Doing. Gegner vernichten macht Spaß. Benutzt doch einfach noch mehr von diesen lustigen Plattformen. Warum habt ihr euch die Mühe gemacht, mit der Grafik eine Eule zu bauen? Coole Idee, macht es bitte wieder. Hä? Wie habe ich das denn gemacht? Nee. Hä? Einfach nicht fragen, sondern nicht tot. Okay. Löst dich, tralalala. Ich mach doch lieber das andere Level. Ich glaube, ich muss sie sowieso beide machen. Manchmal bringen sie Burger und Käse mit. Ich bitte einfach im Nachhinein den David, die Auflösung in die Videobeschreibung zu packen und er wird es dann vergessen. Deal. Bienchen, du bist kacke. Geh weg. David hat mir auch schon bestätigt, dass er das vergessen wird. Super. Ja.
Also, woher kommt der Satz? Manchmal bringen sie Burger und Käse mit. Ich gebe euch einen Tipp. Tinder. Burger und Käse, 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 Burger und Käse. Ploing. Okay. Burger und Käse. Mein Freund David hatte mir übrigens gesagt, ich bring dir gleich ein Glas Limo. Nein. Es geht hier nur darum, dass du mir keine Limo gebracht hast. So. Ich hatte gerade die Idee, gar nicht alle Gegner besiegt werden müssen, damit das Spiel beendet werden kann. Sondern ich auch einfach die Gegner so plätte könne. Ja. Bin ich gerade zu einem Gegner hochgesprungen, damit er mir noch kein Kommentar nötig. Auf Englisch klingt das cooler. Cool. Deine Fante. Danke. Speedrun. Nur nicht so toll. Wow, okay. Aber schließ mal durch hier, ist dir das dann nicht so blöd drin. Das ist mir scheißegal. Jetzt ist die Maus weg. du hast das Problem überhaupt nicht verstanden. Nee. Dann ist ja gut. Ja. Das Problem ist, die geben mir hier für das Level eine Feuerblume. Und es gibt genau einen Verwendungszweck in diesem Level für eine Feuerblume. Nämlich diese beschissenen kleinen Larven, die eh nicht interessieren. Also... Die sind so krass wie Goombas, die nicht springen können. Nicht, dass Goombas springen könnten, aber so krass wie Goombas, die nicht springen können. Ich finde es unfassbar, dass das sowas damals noch als kreativ galt. Heutzutage würde das so jeder sofort als Mario-Klon beschimpfen. Jetzt ein Tusch. So, Ach du Scheiße, das kann man zerstören! Ich habe gerade in mir selbst den Anspruch an mich selbst. Entdeckt. Dieses Level zu knacken. Und werde deshalb jetzt ernsthaft machen. So. Mit neuer Motivation und Energie hier. Und einem Energieriegel. Aber das ist jetzt nicht so wichtig. Stürze ich mich in die Gefahren, die mir diese Welt garantiert auch irgendwo zu bieten hat. Da bringen sie Burger und Käse mit. Thank you.
Das ist ein doofer Anspruch an mich selbst. Aber ich erfülle ihn trotzdem. Ich sitze hier und verkrampfe meine Finger. Ist das nicht toll? Extra für euch. Nee, Spaß, würde ich auch so. Warum? Ich kann Davids Begeisterung für die Retro bis heute nicht verstehen. Ich meine, warum? Irgendjemand muss. Ich meine, was ist daran toll außer Burger und Käse? Burger und Käse. Burger und Käse. Ich versuche jetzt nur noch durch dieses Level durchzukommen. Ich verspreche es. Burger und Käse. Käse und Burger. Burger und Käse. Macht alle mit. Käse. Und Burger. Okay, moderieren für Arme. Und Faule. Aber das ist nicht der Punkt. Ciao. Warte mal, was? Da oben ist eine Blume. Cool. So. Und zack, wieder runter. Weil unten sind noch Dinge, die ich mir besorgen muss. Burger und Käse. Ich hätte die Feuerblume benutzen können. Habe ich aber nicht. Da oben ist ein Stern. Den werde ich benutzen. Notiz an mich selbst. Wenn der Mathelehrer fragt, was man kürzen könnte, ist ihr Gehalt nicht die richtige Antwort. Musste ich feststellen. Nachdem ich einen bei mir persönlich nicht beliebten Mathelehrer diese Antwort gegeben habe. Ja. Natürlich könnt ihr nicht hören, was ich hier für anregende Gespräche nebenbei noch führe. Aber es ist auch gar nicht so wichtig. Lass das. Burger und Käse. Burger und Käse. Ah, als klein Mini Mario komme ich hier sogar durch. Super.
Ploink, Burger und Käse. Burger und Käse! Übrigens, nein, mir ist nicht langweilig. Ich werde nicht anfangen zu ragen. Ich habe mir die Wut abgewöhnt. Ich lebe in innerem Frieden. Dass es kommen würde, oder? Ihr wusstet es. Ploing. 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 Fuck. Ploing. Fuck. Fragst du? Weil wir jetzt einen zweiten Track müssen wir aufgenommen haben. Bist du überfordert mit diesem Spiel? Gar nicht. Warst du aber nie raus? Sehe ich so aus, als wäre ich überfordert? Ja. Du hast ja so recht! Ich habe solche. Nein. Und du hast das Level jetzt beendet? Hm? Du hast das Level hier jetzt beendet? Ich hoffe, dass ich das Level hier und jetzt beende. Deine Torte abziehen kann. Ja, beruhig dich mal. Part abschließen, Part abschließen. Immer willst du nur den Part abschließen. Ja, cool. Schon mal darüber nachgedacht, deine Tür abzuschließen? Dann würde ich vielleicht nicht mehr so oft bei dir einbrechen. Aha. Komm, du hast schon über die Hälfte des Levels geschafft. Quasi Monobald komplett. Ich frage mich, ob das ein Speicherpunkt ist. Du speicherst ja auf jeden Fall mal an der Stelle. Aber ein neues. Safe. Super. Warte mal, wieso? Nein. Geh bitte einfach wieder zum Ziel, falls du einen Unterschied hast. Ja, und wie? Es hat doch das Ziel. Ja, aber ich muss die Glocke bimmeln. Bimmeln. Ha! Ja, der wird so sein, schon bimmeln. Du musst auf den Block springen. Ja. Oder geh einfach so, geht das nicht? Nö. Doch. Was? Das geht? Das war's mit dem Part, liebe Leute. Er lernt immer noch dazu, also meint man zumindest, wenn er es in Wahrheit nicht tut. As always. Also ihr seht's denn, das hat noch ein relativ krasses Rumgeficke hier, weil wir immer noch bei diesem Baum sind. Aber das nächste Mal im dritten Part kommen wir so endlich zum Boss-Level von diesem Baum. Ihr seht's denn, das sind doch keine drei Parts, das wird mehr Part und das wird doch nicht nur die ersten zwei Tage ums Lästerraum gehen, sondern vermutlich die ganze Woche. Aber sei es drum, das Let's Play halt um den Silvester-Zeitraum hin. Heute ist der 1.30. und nicht der 31. Also alles okay. Hast du irgendwelche letzte Worte für den Part? Kein Kommentar. Kommentar. Natürlich Burger und Käse. Alter, das hast du ja mit deinem Burger und Käse. Das wird es auch nochmal irgendwann aufklären, hoffentlich. Also, mach's gut, liebe Leute. Bis zum nächsten Mal und ciao.